Ja, hallo Freunde der Spielkultur und willkommen zurück bei Spartanischen Kampagne, wo mein Volk Hunger leidet, leider gerade sehe ich. Aber wir müssen mal einfach schauen, wo denn die Ordnung noch gut ist, damit wir einfach irgendwo noch Futter herholen können. Wer hätte gedacht, dass ich mal in so eine Misere komme, wo wir auch hier das Problem haben, dass die öffentliche Ordnung immer weiter abnimmt. Aber ich hoffe einfach, dass sich das doch mit der Zeit etwas erübrigen wird, ohne dass ich weitere Truppen setze. Hier wird auf jeden Fall die öffentliche Ordnung nochmal erhöht um plus 4. Deshalb sollten wir ein bisschen Sicherheit haben, bis wir denn hier das Theater weiter ausbauen können. Müssen wir leider im Moment darauf zugehen, beziehungsweise das forschen. Was haben wir noch hier? Denen geht's gut. Hier können wir aber keine weitere Nahrung produzieren, oder? Ach so, wir sind schon dabei, hier Nahrung zu erhöhen. Auf 10 wird erhöht, dann sollten wir wieder im Plus sein. Teilweise echt eine fiese Nummer. So, jetzt bin ich gerade am Überlegen kurz, was wollte ich denn erledigen? Mal eben kurz die Truppen einblenden. Wir haben oben hier an der Grenze einen Soldaten. Katana hat noch ein Upgrade. Das wollen wir nicht. Das ist kritischen Erfolg bei Aktionen. So, feindlichen Agenten ausweichen. Ist schon mal ganz gut. Nein. Bifi. Die Bifi. 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 Samizigetusa. Das ist doch genau das, was wir gerne angreifen wollen. Wir werden mal einfach... Ich werde vorher lieber speichern. Weil ich glaube, das war der Schritt, den ich erledigen wollte. Weil die haben keine Verbündeten, das ist die einzige Stadt von denen. Langsam wächst die Welt, wo ich Krieg habe. Sie sollen vor uns niederkommen wie eingesperrte Hunde. So, die haben mal eben 6000, 4, 5, ja, 6500. Macht mir aber nichts. Oh, die haben Speerwerfer. Ich habe wenigstens noch ein paar Reiter. Ich bin auch unterlegen im Moment. Macht aber nichts. Wir setzen nämlich die Belagerung fort. Und ich hoffe... Aber Belagerung fortsetzen ist auch kacke. Ziehen wir uns erstmal zurück. Kommandant. So, was können wir machen? Genau, wir setzen uns mal eben hier hoch. Ich erwarte weitere Befehle. Wie mache ich den Quickload zurück? Ah, das war... Wir laden uns mal kurz nochmal zurück ein, weil die haben doch ein bisschen viele Truppen vor Ort. Da müssen wir erst noch eine zweite Armee ausheben, sonst sieht das schlecht aus für uns. Obwohl, könnte auch Kräfteverhältnis okay. 6000 Mann gegen 3000 Spartaten. Spartaner. Könnte auch funktionieren. Aber wir lassen sie erstmal stehen und machen dann hier unten weiter. So, strategisch. Ah nee, das ist zurück. Das wollte ich gar nicht. So, die hier unten sind alle Feinde. Ich erwarte eure Befehle. Den kann ich wieder auf normal schalten. Dann haben wir hier die Klauen des Manticore. Nein! Ach, verdammt, das habe ich, glaube ich, letztes Mal auch schon gemacht, den Fehler. Das kommt mir so bekannt vor. Sorry, muss ich nochmal nachladen. Weil, was ist das denn für ein Laufen? Ja, ich hatte das schon mal, glaube ich, an einer Stelle, dass die Laufroutine irgendwo, also Laufroutine ist das die falsche Bezeichnung, also die Wegfindung der Einheit irgendwie so durcheinander war. Da hat überhaupt nichts funktioniert. Zum Glück geht das Nachladen schnell, wenn man, von hier oben. Also wenn man gerade aus dieser Position rauskommt. Kann ich euch dienen? Zu euren Diensten.
Ach so, wisst ihr, warum ich nicht angreifen darf? Weil die Stadt im Weg ist. Deshalb wieder außen rum. Ich muss die Stadt angreifen. Die Siedlung wird belagert. Und dann ist es ein ausgeglichener Kampf. Werden auch umstellen. Eine Runde muss ich nur, dann habe ich erobert. Ja, komm, umstellen wir. Bereit, willig und fähig. Ich lebe für den Krieg. Ich lebe für den Krieg. Bereit zum Kampf. Ephesos, mit denen habe ich inzwischen Frieden geschlossen, ne? Ah, nö, ich habe auch noch Krieg mit ihnen. Wen haben wir denn hier stehen noch? Bereit zum Kampf. Ach so, der füllt gerade noch auf. Zu euren Diensten. Oh, er füllt auch noch auf, aber ich brauche oben, glaube ich, keine weitere Truppe. Ich erwarte weitere Befehle. Ah, hier holen wir auch noch mal Nahrung her. Wie kann ich euch dienen? Ich stehe euch zur Verfügung. Ich bin bei euch, mein Herr. Ich wollte eigentlich gucken, was er kann. Gemetzel, 50%. Okay, er kann nicht so viel. Ja, irgendwelche Werte senken, das wollen wir ja nicht. Attentäter anheuern, 68%. Agent gescheitert. Ah, okay, er kann sie aber nicht bewegen. Und es hat eher weniger Wahrscheinlichkeit. Ich werde es umsetzen. Männer erzittern. So, jetzt haben wir den Feind verwundet. Wie kann ich euch dienen? Zum Sieg! Wäre schön, wenn man den Verschleiß sehen könnte. Also wie hoch der ist pro Runde. Ist halt so ein bisschen doof. So viel dazu. Haben wir irgendwen übersehen? Das sind die... Das sind die. Die Köpfe der Hydra. Ach so, ich kann nicht angreifen, weil ich eine Stellung bezogen habe. Ja, die Sauhunde belagern meine Stadt hier. Ich erwarte eure Befehle. Ja, machen wir einfach mal. Ich bin sogar komplett überlegen, werde ich mal automatischen Angriff machen, weil die Kämpfe auf See, wo ein Schiff hat er nur verloren. Wir lassen den Gefangenen aber frei. So, Bonus. Krieger. Bup, bup, bup. Mehr Autorität beim Führen einer Flotte. Das ist ja diesmal ganz passend. Rüber. Automatischer Angriff. Aggressive Stellung. Hat er wieder zwei Schiffe verloren. Der Ruf der Welt erklingt noch. Ah, die Flotte hat einen Bonus bekommen. Nahkampfangriff für andere Schiffe. Plus 4% Schüsse pro Minute für alle schweren Waffenschiffe. Für Unterstützungsschiffe. Das ist ja das, was ich alles eigentlich nur habe. Eure Befehle zum so. Dann setzen wir die mal hier rein. Dann müssen die sich wieder verstärken. Hätte ich fast vergessen, da ich ja die Herrschaften an der Seite besiegen wollte noch. Bereit zum Kampf. So, dann haben wir unsere Dame. Weil wir haben ja noch so viel Kohle. Verringert die List. Verstehe. Na, versuchen wir es einfach mal. Schlug fehl. Er hat keinen Agenten drin. Eure Befehle. Ihr Hunger nach einer Schlacht. So.
Aber ich kann nichts bauen, weil, ja, zu wenig Freude. Alle zu schlecht drauf. Obwohl, mal gucken, was gibt's denn hier noch? Wir haben zurzeit plus 10 öffentliche Ordnung. Ah, es gibt keinen besseren Erlass, der die die Umgebung, also beziehungsweise das hier verbessern würde. So, dann kommen wir jetzt dazu, dass wir die die Runden nicht mehr anzeigen lassen. Na, was steht hier? So, dann dauert das, geht das schneller. Schwierigkeitsgrad ist immer noch auf schwer. Realmodus hatten wir ja auch am Anfang, weil im Realmodus ist die Kamera festgesetzt und wir machen mal die Zeitbegrenzung raus. Spiel fortsetzen. Blepp. Runde beenden. Jetzt sollte das eigentlich der Rundenablauf sollte jetzt schneller gehen. Krieg und ein Ende dem weibischen Frieden. Hervorragend. Ares zieht uns allen anderen Völkern in der Schlacht vor. Ach so, ja, Pontus hat sich ja zuletzt verbündet mit denen. Aber Pontus hat mit auch allen Krieg. Müssen wir mal gucken. Immerhin gab es immer was zu sehen. Wenn man, Ich spreche das Wort aus, das einem Krieger am schwersten fällt. Frieden! Aber nein, es gibt keinen Frieden für euch. Muss man nebenbei ein bisschen trinken. Ah, gut, da jetzt holen die mehrere Armeen oben. Aber meine Streitkräfte sind immer noch stärker, wenn ich das richtig sehe. Wir werden aber das Gefecht selbst spielen, weil es kann etwas schief gehen. Im Automatismus verliere ich bestimmt 50% meiner Truppen. Deshalb werden wir die Schlacht von Pessinus selbst schlagen. Vor allem sehr schön, dass meine Truppen hier im Wald starten, während die Bithynien, die Klauen des Manitor, einfach nur hier im Nirgendwo sind. Also sie mussten mich ja angreifen, auch wenn sie jetzt eine Runde gewartet hätten, hätte ich die Stadt ohne Gegenwehr erobert, weil die nur eine Runde Belagerung aushält. Lustige Tipps. Die Mobilität und die Ausdauer von Reittieren. Oh, ist sogar ein Berg. Ich könnte mich natürlich auf den Berg setzen. Aber ich könnte auch einfach den Gegner besiegen. So, gucken. Geschossinfanterie bereit! Ach so, das Auge bedeutet, die sind versteckt. Bogenschützen! Machen wir erstmal die Reihe Bogenschützen. Ich denke mal, die Herrschaften werden nicht so viel gegen mich ausrichten können. Deshalb machen wir jetzt eine ganz einfache Auflauftechnik. Auflauftechnik. Ohne viel Tamtam. Rüber. Es nähert sich feindliche Unterstützung. Das macht nichts. Bürgerkavallerie, wir erwarten unsere Kavallerie, doppelte Geschwindigkeit. Ich glaube, das ist sogar so ein bisschen hügelig hier. Was läuft denn da? Ich wollte schon sagen, irgendwelche Rentiere. Bleiben sie stehen oder greifen sie weiter an? Unser General wird angegriffen.
So, jetzt können wir die schon von der Seite aufmischen. Weil hier sind nur Steinschleuderer. Oh oh. Oh oh, der flankiert mich doch ganz schön. Da habe ich nicht aufgepasst, da habe ich echt getrödelt. Komm. Nein! Ich hab nicht aufgepasst. Ich hab den auch nach vorne hingestellt, ne? Ja, der stand auch noch ganz an der Seite, wo die ganze Zeit hier angegriffen haben. Wir müssen uns mal hier... Komm, Angriff. Warum sind die denn unsichtbar gewesen? Konnte ich nicht über die Ecke gucken? Immerhin Chancengleichheit. Ja, soll sie nicht so anstellen. Das wird jetzt verlustreich. Aber seine Moral ist auch am Ende. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Aber nur eine Truppe. Und zwar die hier vorne. Ich bekleckere mich nicht mit Ruhm hier. Das alles war ich. Ja, ist gut, General. Boah, so viele Leichen. Ich glaube, das war's. Errungenschaft schlechter, aber ich habe meinen General verloren. Oh, das sah auf dem Schlachtfeld viel schlimmer aus. 1200 Verluste. Trotzdem. Ich habe den General leider dämlich in den Tod geschickt. Jetzt muss ich mal gucken, wen ich dafür einsetzen kann an der Stelle. Wenigstens habe ich alle Verstärkungstruppen von dem auch mit erledigt.
Hauptsache, sein General lebt noch. So, lass mal die Gefangenen frei. Er humpelt. Aber hier machen wir automatischen Angriff, weil wir auf jeden Fall siegen. Und ich habe eine meiner Truppen verloren, habe ich, glaube ich, gerade gesehen. Ich werde ehrlich sein. Ich erhoffe mir Münzen als Zeichen eurer. Ist gut, wenn du ehrlich bist. Ich frage mich, ob die Belagerung jetzt noch zählt. Aber muss ja. Unsere Kaufleute sind. Ist okay, Libyen. Wir nehmen euch mit rein. Auch wenn ihr Krieg mit den Römern habt. Ich glaube, später wird es so sein, dass ich für einen Zug eine Folge brauche. Und warum sehe ich den jetzt zu beim Bewegen? Ach so, weil die mich, weil der Zug gegen mich geht. Ich glaube, die blockieren gerade meinen Hafen. Aber ist das nicht die Flotte, die ich zerstört habe? So, wir nehmen natürlich einen aus der Königinfamilie. Dann können wir die Region besetzen. Was ist das denn? Nomadenlager. So, bam, 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 bam. Geeignete Männer mit starken Armeen und Willen. Gehöft. Will ich hier ein Gehöft? Ein schönes Gebüsch will ich. Reißen wir den erstmal ab, dann können wir was anderes dahin bauen, hoffentlich. So, die müssen sich erstmal hier ausruhen. Da müssen wir gucken, wo ich jetzt Nahrungsmittelknappheit weiß ich, daran arbeite ich. Ja, ich werde echt blockiert hier unten. Ja, er ist besser drauf jetzt. Richtig. Was sind ja auch die letzten Tyrier. Und da singt er. Und ist für immer fort. Weil hier vorne sind noch drei Flotten. Zum Glück habe ich überhaupt eine Flotte. Angriffsbonus für alle Einheiten. RAM-Bonus, naja. Wir fahren in den Hafen. Ja. Na komm, bau das hier aus und gut ist. So, hier oben ist erledigt. Jetzt ist meine Armee hier wieder krank mit irgendwas. Gucken wir mal in die Berichte rein. Ein ehrenhafter Tod, das ist der General, der mir von gestorben ist, nach Hause zurückgekehrt. Dieser Mann ist von seinem Kommando zurückgetreten. Er wird sich in der Fraktionspolitik engagieren, bis ihr ihn wieder zur Anführung eurer Streitkräfte anberuft. Ah, ist gut. Hafensiedlung blockiert, das haben wir gemacht. Siedlung erobert, Eigenschaft erhalten, Rang erhöht. Nahrungsmittelknapper ist klar. Verborgener Agent. Okay, Verschleißbericht. Die Vorräte eurer Armee wurden von einem Gegnerspion vergiftet. So, deshalb sehen die jetzt gerade hier so aus und sind schlecht drauf, weil die wurden vergiftet. Bereit, willig und fähig. Ich werde es erledigen. 83% Chance. Manchen fällt Erfolg einfach in den Schoß. Ah, sie wurde nur verwundet. Wie kann ich euch dienen? Kampf bis zum Tod wollte ich jetzt nicht machen. Können wir hier runter gehen. Vielleicht können wir den aus der Ferne ja wirklich töten. Verdammt! Ah, mein Agent ist verletzt. Ich erwarte eure Befehle.
Ach, die Herrschaften haben alle Truppen schon weggezogen. Wir werden diese Siedlung einnehmen. Wir hungern nach einer Ja, bewegen wir mal die vergifteten Herrschaften. Die sind zwar im Moment angeschlagen. Aber es passt schon, das passt schon. Es ist eine Ehre zu dienen. Der braucht... Boah, 8 Runden, bis der wieder voll ist. Heilige Maria Gottes, sag ich dazu. Ordnung minus 0. Ordnung plus 6. Aber hier habe ich auch 80 Millionen Tempel hingebaut. Minus 10 Nahrung, die ich nicht habe. Minus 4, auch scheiße. Nymphenbaum. Was soll ich lieber mit dem arbeiten? Minus 1 öffentliche Ordnung. Wie sieht's mit meinen Provinzen hier oben aus? Achso, es ist die Provinzregion. Alles klar. Wie viele Runden braucht der? 2? Ist egal. Ah, machen wir erstmal Ende. Ephesos müssen wir jetzt eh versuchen einzunehmen. Ich glaube, jetzt kommen die Truppen aber zurück. Die da unten stehen. Ach, das waren vorhin gar nicht die Tyrier, die meine Stadt belagert haben, ne? Das waren in Wirklichkeit hier die Ephesos haus. Oder sind das die Tyrier? Ich hab's gerade mit dem. Es liegt großer Nutzen in einem. Das ist vollkommen okay. Mit euch habe ich auch keinen Clinch im Moment. Nehmen wir gerne den Nicht-Angriffspakt an. Meine Erweiterung da oben habe ich im Moment kein Interesse dran. Da müssen wir auf jeden Fall uns ein andermal drum kümmern. Ich glaube schon, dass das mit den Runden jetzt ein bisschen schneller geht. Aber wie gesagt, man sieht dafür nichts mehr. Karthago wurde vernichtet. Unglaublich. Dann haben die Römer jetzt Karthago eingenommen. Ich muss mal hier. Ehrgeiz und Politik bei Auswahl einer Fraktion führt ihr außerdem eine Familie oder Partei, die ihr innerhalb der Fraktion vertretet. Je nach Kultur eurer Fraktion kann die erste Entscheidung in eurer Kampagne die Wahl einer zu repräsentierenden Partei sein. Familie oder Stamm. Gravitas ist eine angesammelte Beliebtheit und das Ansehen eines Charakters in der römischen Welt. Sie steigt mit der Zeit durch militärische Siege und durch die Handlung während Missionen oder in Verbindung mit Dilemmas stufenweise an. Wenn er eine bestimmte Stufe erreicht und ein Charakter wichtig genug ist, an der römischen Politik teilzunehmen, erscheint er unter dem Abschnitt wichtige Charaktere im Fraktionsverwaltungsfenster. Verbindung mit Dilemma sinken. Einfluss. Eure Partei gewinnt an Einfluss, indem sie Missionen abschließt. Siege auf dem Schlachtfeld verzeihen oder politische Machenschaften. Generäle, die einige Erfahrung angesammelt haben, können eure Armeen und Flotten führen und ein politisches Amt ausführen. Das als Cursus Honorum bekannt ist. Besetzte Ämter steigen den Einfluss eurer Partei in Kriegszeiten zwar,
Doch ein erfolgreicher General sorgt für eine erhebliche Steigerung. Einfluss kann angespart oder auch für Agenten eingesetzt werden, damit diese beispielsweise Attentate verüben. Aha, aha, aha. Indem sie nützt, der verwendeten Cursor Humanus geht ein gewisser Machtverlust einher, wodurch sich natürlich aber potenziell gefährliche Individuen beruhigen lassen. Ach, das... Ah, das ist dieses sichere Befördern. Ich glaube, das werde ich aber auch mal machen. Um das mal zu testen. Vor allem, wir nehmen einfach den Admiral. Jetzt habe ich Einfluss verloren dadurch. Ach, was auch immer. Ich erwarte eure Befehle. Hat jetzt irgendeinen Bonus bekommen. Aber ich habe Einfluss verloren. Naja, wir machen nächstes Mal weiter, wenn es wieder heißt, Let's Play Rome 2 Sparta-Kampagne. Bis dann, euer Doc. Ciao.